Willkommen zurück zu Let's Play Stalker Call of Pripyat. Wir sind immer noch in der Zone und suchen immer noch Leute für einen Ausflug nach Pripyat. Immerhin ruft es quasi schon nach uns. Und ja, ich habe letztens Strider gesucht und ihn inzwischen gefunden. Yo, Strider! Hallo und danke für deine Hilfe. Ja, wie geht's? Wir fragen ihn mal. Alles in Ordnung mit dem Trupp, aber ich würde wirklich gerne wissen, was mit uns geschehen ist. Ja, verständlich. Aber wir stellen einen Trupp zusammen. Ja, ich komme mit. Ich will unbedingt wissen, was mit uns passiert ist. Hoffentlich finde ich in Pripyat die Antwort auf diese Frage. Ich muss nur Loki Bescheid sagen, aber denke nicht, dass er etwas dagegen hat. Ja, aber du brauchst einen Schutzanzug mit geschlossenem Atemkreislauf, wenn du nach Pripyat willst. Kein Problem. Ich habe noch meine Monolithpanzerung und die ist genau damit ausgestattet. Das Problem ist nur, dass ich mich damit nicht in der Janov-Station blicken lassen sollte. Ja, das ist wahr. Auf zu Zulu. Okay, ich hoffe, er schießt nicht, wenn er meine alte Panzerung sieht. Wir müssen sie unterwegs noch holen und die Panzerung zurückbringen, die ich gerade trage. Wunderbar. Gucken wir nochmal Strider beim Umziehen zu. Aber ich glaube, das ersparen sie uns. Da ist er wieder. Wow, eine Monolithpanzerung. Wo zum Teufel hast du die her? Das war Teil eines Sets. Darf ich vorstellen? Strider, ein ehemaliger Monolithkämpfer. Ich wusste gar nicht, dass es ehemalige Monolithkämpfer gibt. Naja, wir werden sehen. Aus welchem Holz er geschnitzt ist, wenn es richtig losgeht. Ja, ich glaube, wir haben genug... Nein. Was hältst du von Strider? Monolithe sind normalerweise fanatische und erbitterte Kämpfer. Aber was ehemalige Mitglieder betrifft, bin ich mir nicht sicher. Strider wirkt nach außen hin ruhig, aber der Schein kann trügen. Ja, solange er im Kampf voll abgeht, ist mir das egal. Ja, also, wir fragen ihn mal. Ja, wo finde ich Kämpfer, die sich unserem Trupp anschießen? Das sind genug Leute. Wir müssen ja nicht gleich eine ganze Division aufstellen. Eine Guerilla-Taktik tut's auch. Ja. Wir warten mal. Und wir haben anscheinend alle Leute gefunden. Anführer haben wir bekommen. Statistik. Anführer. Sie hatten einen Teamauftrag zu erfüllen, also haben sie einfach einen großartigen Trupp zusammengestellt und bewiesen, dass sie der geborene Anführer sind. Ihre Führungsqualitäten erhöhen die Überlebenschancen ihres Teams. Ja, das ist gut. Heißt, die haben mehr Gesundheit oder irgend so einen Kleinkram-Scheiß. Irgendwie sowas. So, aber ich starte jetzt mal noch nicht die Mission, denn ich habe das Gefühl, wir laufen ein bisschen niedrig auf Artefakten und wir müssen uns noch ein Exoskelett oder den SEVA-Anzug besorgen. Das Exoskelett wäre natürlich obergeil, hat aber den Nachteil immer, du kannst damit nicht sprinten und das ist so der Stimmungskiller beim Exoskelett, finde ich. Aloha, Havajana. Oh, du hast ihn inzwischen auch. Das heißt, ich muss gar nicht zur Skadov-Gruppe daddeln. Ist aber noch ein bisschen teuer. Ja, wir können erstmal mit dem Anzug leben, den wir da gerade haben. Aber wie gesagt, ich würde gerne mich nochmal ein bisschen mit Artefakten schlau machen, was man da noch machen kann. Weil momentan ist Flaute. So, ich glaube, das ist, was Acer nicht so gemacht hat. Wir haben auch ein paar Scanner platziert. Wir schauen mal. Die Scanner haben keine Artefakte. Wo haben wir denn noch Scanner und auch noch Artefakte? Seele ist aber nicht so gut. Gibt halt nur Geld. Dann können wir uns auf jeden Fall den Anzug holen. Feuerball gibt Feuerresistenz. Ist auch nicht so geil. Hier haben wir nichts, meine ich. Nee. Das heißt, wir gehen uns auf jeden Fall mal die Seele schnappen. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Geld. Können uns den SEVA holen. Wie gesagt, ich würde erstmal gerne den SEVA nehmen, weil der SEVA halt das gute Nachtsichtgerät noch hat. Und damit sollten wir dann besser auf YouTube die Nachtsicht verwenden können, weil das hier geht. Das weiß ich. Auf jeden Fall ist es halt grenzwertig. Wobei hier jetzt geht es eigentlich richtig gut. Nur es wird halt umso pixeliger, weil ich bleibe stehen. Wenn ich gerade stehen bleibe, ist das Bild super Bombe in Stalker. Außer das Gras, das ein bisschen rumwedelt. Aber in der Nachtsicht ist generell alles ein bisschen pixeliger. Weil die Nachtsicht halt diese Flockeneffekte hat. Und das ist dann halt kontraproduktiv.
Ist ja auch Wurst. Wir gehen in den Sumpf gerade mal mit Taschenlampe. Wir sehen ja auch sogar Gegner, weil sie Wassertropfen hinter sich herziehen. Na, da ist ein Stalker. Vielleicht jemand von der Freiheit, dem wir helfen können. Ne, ist nur ein normaler Stalker. Na, komm her. Nicht, dass er hüpft, ist, glaube ich, besser. Ah, der Stalker ist tot. Verdammt. Ich habe gedacht, ich bin schnell genug, aber der ist entweder angegriffen worden oder verblutet. Ich hätte ihm einfach ein Medikit geben sollen. Und es war ein freier Stalker. Okay, dann ist es nicht so schlimm. Es war doof für den armen Sichel. Nicht, dass er Dialoge hatte oder so, weil doch schon ein ziemlich kurzer Name. Feldwebel Godzilla. Feldwebel Godzilla. Ist ja auch wurscht. Ja, ich glaube nicht, dass der noch irgendeine Quest für uns hatte, von daher läuft das. Wir sind jetzt gleich auf jeden Fall bei den Artefakten und können dann uns eine Seele schnappen. Ja gut, dauert noch ein kleines Stück. Ich nehme mal einen Energy Drink, weil wir dann ein bisschen öfters sprinten können. Nicht durchgehend leider, aber öfters sprinten. Wir sehen eine Radaraktivität. Ein Zombie. Wir schnappen uns den Penner mal. Ich höre ihn, ich sehe ihn aber noch nicht. Er ist doof mit den Gebüschen hier. Er kann theoretisch überall sein. Fuck. Das ist nur ein Stein. Da hinten habe ich sie auf dem Radar. Sehe aber nichts. Da! Ich liebe es. Ich liebe einfach nur diese hässlichen Dinger, weil man sich so gut platt machen kann. So, jetzt muss die Nachtsicht aber mal aus. So, mit dem neuen verbesserten Detektor haben wir den genauen Standort der Anomalien und können demnach schön einfach hier durchgehen. Allerdings suche ich verzweifelt das Artefakt. Ich sehe es jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Aua. Da hinten. Ja, wunderbar. So, das sollte eine Seele für uns sein und damit sind wir hier wieder raus. Ja, Seele. Einzigartiges organisches Artefakt mit einzigartigen Eigenschaften. Auf bisher ungeklärte Art und Weise verbessert es die allgemeine Regenerationsfähigkeit des menschlichen Körpers, ohne die Anreicherung von Toxinen zu verstärken. Dank eines vertretbaren Preises und des ansprechenden Aussehens gilt dieses Artefakt als ein begehrtes Sammlerobjekt. Es ist strahlungsaktiv, ja. Haben wir schon mal gelesen, aber ein bisschen Auffrischung tut ja nicht verkehrt. So, und dann können wir schon wieder zurück zur Yarmouth-Station. Es ist doch super, weil, wie gesagt, das ist ein bisschen was wert. Das vertickern wir auch direkt. Und dann geht es uns finanziell erstmal wieder besser. Uns geht es nicht schlecht, aber wie gesagt, der SEVA, den könnten wir uns nicht leisten. Und den wollen wir jetzt gerade mal spontan kaufen. So, da lang. Ja, ich bin echt mal gespannt auf den Weg nach Pripyat, weil wir haben ja jetzt ein vollständiges Team zusammen. Und ja, mal sehen, wie die Leute sich schlagen. Und ja, wir müssen mal ein bisschen aufräumen. Ich glaube, das wiegt einfach so extrem viel. Und deswegen ist es so schwer, immer zu sprinten. Gut, wir packen mal das Messer weg. Den auch, den brauchen wir eigentlich nicht. Hallo! Hey, aber ja. Du bist erst mein Bruder, wenn ich was Leckeres von dir bekomme. Das kann weg. Und das ist ja schon ein ordentlicher Preis. Das ist ja quasi die Ergänzung zu dem, was uns fehlt. Verkaufen, kaufen. So, das ist jetzt auch ein. Also auch ein Schutzanzug mit geschlossenem Atemkreislauf. Wir könnten auch das Exoskelett nehmen. Ich glaube aber, wir nehmen erstmal ihn hier. Und man sieht auch schon von den Werten her, dass der ordentlich was drauf hat im Gegensatz zu unserem. Das wiegt der. Der wiegt aber weniger. Na gut, der hat keinen Helm. Das heißt, kostenmäßig, Quatsch, gewichtmäßig ist der um ein paar gequetschte leichter. Na gut, das erklärt auch, weswegen der so extrem gute Stats hat.
Wir wollen auf jeden Fall mal das alte Scheißding jetzt in die Kiste quartieren, weil wir können damit ja eh nichts Vernünftiges mehr anfangen. So, weg mit dem Dreck. Wir könnten was verkaufen. Wir haben ja die Freiheit und die Wächtersturmanzüge aus Dankbarkeit bekommen. Ne, gar nicht. Den Wächteranzug haben wir uns aus dem Lagerhaus einfach so gekrallt. Aber den Freiheitsanzug haben wir für die Monolithe-Aktion, glaube ich, bekommen. So, dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Geld. Die würden wir eh nicht tragen. Die sind scheiße. Und können direkt ein bisschen an dem Anzug rumschrauben lassen. Ich denke, das ist ganz praktisch. Wir handeln nochmal mit ihm. Wir nehmen mal zwei Wodkaflaschen mit und machen wir uns auf Richtung Skadovsk, denn dort arbeitet ja noch unser Freund Kadan und der arbeitet gleich für uns an unserem Anzug. Skadovsk. Yep. Dann können wir mal sehen, dass wir die neue Nachtsicht einbauen und ich bin davon überzeugt, dass die besser ist und weniger Bubbles im Bild hat, wodurch es weniger verpixelt sein sollte. Und ich finde, die Farbe ist halt auch einfach viel angenehmer für die Augen, weil die Kontraste besser sind. Na gut. Ist sicher. Steck die Waffe ein. Kommen sie wieder? Nee, die sind sich im Schiff am Bewegen. Also ist alles tutti. Hallo. Hallo. Ja, wir gehen einfach mal durch. Kardan. Alles klar. Ja, ich habe zwei... Das dauert wieder, wir können wieder eine Runde drehen, bis der fertig ist. Und? Ah, ist fertig. Jo, noch eine Flasche. Auf einen erfolgreichen Arbeitstag. Ja, jetzt redet er schon mal von Arbeit, das ist schon mal ein Anfang. Also, Kadan. Reparaturen und Modifikationen. Wo ist die Nachtsicht? Nachtsicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der die sowieso schon hat. Auf jeden Fall. Das ist alles Psychoschutz. Hier wollen wir auf jeden Fall mal rein. Energieregeneration ist super, weil wir einfach schneller unsere Stamina kriegen. Und dann möchte ich die Anzahl der Artefaktkisten erhöhen. Damit wir mehr Artefakte tragen können. So, die Haltbarkeit ist wichtig, weil wir dann weniger reparieren müssen. Panzerung auf jeden Fall. Ich meine, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Standard-Upgrades holen wir alle, klar. So, jetzt wird es nämlich teurer. Und so viel haben wir ja gerade nicht. Ich würde sogar sagen, die Haltbarkeit noch ein bisschen. Weil... Naja, ist teuer, wie gesagt. So, ich hatte aber in Erinnerung, hier müsste man das, wie heißt es? Man müsste das Nachtsichtgerät einzeln nochmal upgraden, damit es halt die schicke blaue Tönung hat. Aber das Ding hat gar keine Nachtsicht. Alter, die haben mich voll verarscht. Wo ist denn die Nachtsicht von meinem SEVA-Anzug? Holy shit. Anzahl der Kisten. Ey, die haben mir keine Nachtsicht für das Ding gegeben. Was ist das denn für ein Ranz? So ein Scheißanzug. Da habe ich Geld reingesteckt. Das ist doch Verarsche. Ja, ist mehr als doof gelaufen gerade. So ein Dreck. Wieso hat der denn keine Nachtsicht? Der hatte doch immer eine coole Nachtsicht. Ich habe gerade eine Menge Geld aus dem Fenster geworfen, ja. Wenn wir jetzt das Exoskelett im Vergleich nehmen... Nehmen wir es mal. Dann hat das zwar gar keine Nachtsicht, aber die Nachtsicht würden wir von einem Helm bekommen. Abgefahrener Scheiß, echt. Da haben die mich richtig krass verarscht. Das ist auf jeden Fall das Exoskelett und die ganze Update-Geschichte. Hier kriegen wir Nachtsichtgeräte zweiten Generation, ist aber meine ich auch grün. Ja, ich würde sagen, wir sammeln ein bisschen Geld und dann upgraden wir den Scheiß hier. Damit kommen wir auf jeden Fall auf maximale Anzahl unserer Artefaktkisten. Weswegen ich das Exoskelett halt nicht gern nehme, ist, wir können damit verfickt nochmal nicht sprinten.
Und damit sind wir halt langsam. Deswegen würde ich es halt gerne noch für Passagen nehmen, wo wir Panzerung brauchen. Weil Sprinten mache ich doch ganz gern, ja. Ich gucke gerade mal, ob es in dem Spiel irgendein Upgrade gibt, dass man trotzdem sprinten kann.